Hallo, herzlich willkommen in meinem Ideenreich. Ich bin Jasmin und das ist die Karte, die wir heute zusammen machen werden. Party im Zoo heißt das Designerpapier und ich glaube, nee, Zuckersüßes Zoo heißt das Stempelset und ja, eine ganz normale Geburtstagskarte. Aber ich zeige euch jetzt mal kurz, wie man diesen Sketch umwandeln kann. Wenn ihr jetzt sagt, nee, die Tiere sind ja eher was für Kinder, wobei ich den jetzt gar nicht unbedingt für Kinder nehmen würde. Ich würde mich auch über so eine Geburtstagskarte freuen. Habe ich hier runde Sache. Einfach das Motiv umgewandelt. Und schon habt ihr wieder einen ganz anderen Effekt. Also wechselt einfach das Motiv aus. Und oder der Hintergrund, das Designerpapier, wenn ihr buntes nehmen wollt und lieber vorne schwarz-weiß, passt natürlich auch super. Ja, man kann wieder tausend Sachen daraus machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das auch macht und mich vielleicht irgendwo erwähnt, damit ich das sehen kann. Auf Instagram oder keine Ahnung. Ihr schreibt mir einfach, wo ich es finden kann. Ihr könnt mir natürlich auch mal Fotos schicken, so ist es nicht. So, legen wir los. Eine A6-Karte. In Grundweiß. Das heißt, wir schneiden bei 14,8 auf der langen Seite und falzen bei 10,5. Dann mache ich mir einen Aufleger, der ist 1 cm kleiner, das heißt 13,8. Jetzt habe ich es komplett, jetzt habe ich es versemmelt, ne? Also hier hättet ihr 13,8, ist egal. So hättet ihr noch 2 rausgekriegt und 9,5. Aber guck, da muss ich jetzt durch. Das wäre noch eine schöne Karte geworden. So, das war's auch schon mit Schneiden. Einmal falzen. So, und zunächst einmal nehme ich mir ein Schmierblatt und den Stamping Right Marker in Schwarz mit der Pinselspitze. Und die streife ich mir jetzt immer hier über den Deckel. Und dann bekommt ihr so ganz leichte Spritzer. Wenn ihr ein bisschen mehr drauf drückt, also ein bisschen fester, dann bekommt ihr, oh je, ja, dann bekommt ihr ein bisschen mehr. Und der Rest von euch sieht auch gut aus. So. Dann nehmt ihr euch Designerpapier, 2 verschiedene Sorten. Ich habe mir hier die Rückseite von der Party im Zoo genommen. Das ist nämlich alles schwarz-weiß. Und wie ihr hier seht, habe ich es mir entlang gerissen. Also ihr nehmt die längste Seite, da bekommt ihr 3 Karten raus und reißt das hier entlang. Ich möchte das jetzt nicht machen, weil ich habe noch, weil ich 2 Karten gemacht habe, den dritten als Rest, weil ich 9,5 zugeschnitten habe. Ne? Also wir haben ja hier den Aufleger auf 9,5 und da habe ich jetzt, oh ne, die Streifen sind sogar noch länger. Ach so, ja, weil ich sie ja dann zugeschnitten habe. Das ist ja der Rest. Und deswegen habe ich den noch übrig. Aber ihr nehmt einfach ein neues Blatt und reißt es erstmal. Genau, dann, wenn wir schon den Bogen haben, möchte ich das diesmal mit diesem süßen Elefanten ausprobieren. Den haben wir hier. Wie gesagt, ihr könnt jedes Motiv nehmen. Ihr könnt auch die Nilpferde nehmen, beziehungsweise die Einhörner aus dem Set. Ihr könnt den Cupcake nehmen aus der runden Sache. Da habe ich hier zum Beispiel den hier. Ne? Also das ist das, was ich hier benutzt habe und einfach angemalt.
Ich finde, bei diesem Schwarz-Weiß sollte schon ein bisschen Farbe drin sein. Finde ich einfach schöner. So, dann brauchen wir Kleber. Und ungefähr mittig. Es muss jetzt nicht, also ich messe mir das nicht aus. Ungefähr mittig mache ich mir den ersten Streifen hin. Und dann mit dem nächsten Streifen von der anderen Sorte lege ich es so an, dass es gerade den unteren Rand bedeckt. Ups, falsch. Ihr könnt es auch so machen. Und wenn euch da jetzt noch zu viel... So, dann wieder hier so. Und das letzte. Dann rumdrehen und einfach abschneiden. Ihr könnt es auch mit der Schneidemaschine machen, aber selbst wenn ihr da jetzt ein bisschen schief abschneidet, ist es nicht schlimm, weil ihr ja jetzt den Rand mit der Schere, also ich mache mir die Schere hier so auf. Und das muss gut kleben hier am Rand, sonst nimmt die Schere wieder alles mit. So, und dann einfach ein bisschen... Ich hoffe, das quietscht jetzt nicht so in der Kamera. Einfach ein bisschen den Rand anrauen, sage ich jetzt mal. Dass der so ein bisschen uneben aussieht. Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn der euch jetzt einreißt. Ne? Also ich glaube hier, genau, wenn ihr es erkennen könnt, hier habe ich ihn komplett eingerissen. Fand ich aber auch nicht schlimm, hat auch gut gepasst. So, wie hier auch. Und wenn ich dann durch die Schere wieder ein Stück abgemacht habe. Okay, Loki will rein. Jetzt habe ich gedacht, ich lasse ihn heute mal draußen. Motzt er auch. Okay. Also das sieht jetzt richtig zerfetzt aus. Gefällt mir aber richtig gut. So, nochmal kurz... So, jetzt klebt ihr das auf. Jetzt hat er mich wirklich wochenlang nicht gestört beim Basteln. Und ich habe, das liegt an diesen Softboxen, ich wette mit euch. Das ist echt klasse. Okay. Gut. So, dann können wir jetzt ja, den ausschneiden. Gar nicht geguckt, ob wir für den haben wir keine Stanzform. Aber der ist eigentlich recht gut auszuschneiden. Ne? Also da ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, ich werde es diese Woche auch noch mal mit buntem Designerpapier probieren, wie das aussieht. Schwarz-Weiß ist halt super für euch, weil da kann man ja nichts verkehrt machen. Ihr nehmt ein dunkleres und ein helleres Schwarz-Weiß, was so zusammenpasst. Und dann ist das kein Thema. So, jetzt habe ich hier... Mein Board, muss mal gucken. Also ich werde jetzt mit dem Skalpell noch das in der Mitte rausmachen. Das gefällt mir immer besser, wenn die Dinger mit ausgeschnitten sind. Da habe ich jetzt hier, da möchte ich jetzt nicht unbedingt drauf schneiden. So, mit Dimensionals aufkleben, dass er noch ein bisschen mehr rauskommt und dass man den Effekt noch ein bisschen mehr sieht. Könnt den Elefant jetzt auch natürlich noch anmalen, ne, wenn es euch noch
zu schwarz-weiß alles ist. Oder ein anderes Tier nehmen, wo mehr angemalt ist. Der Fuchs hat sich natürlich da super angeboten dazu. So, jetzt einfach auf das Designerpapier. Und dann habe ich hier noch die... Ja, für das, dass ich keine Schmucksteine mag, nehme ich die in letzter Zeit immer öfters. Die finde ich jetzt auch, also die glitzern auch, aber mir gefallen sie so gut wegen der Farbe. Also die haben eine schöne Farbe, wobei die Farbe, die ich am schönsten finde, wie ihr seht, habe ich noch gar nicht benutzt. Ist auch cool. Sollen wir mal blau nehmen? Das Gelb knallt halt, ne? Aber ich glaube, wir nehmen einfach mal blau. Ich mag blau. Ist eine ganz tolle Farbe. Ich kann nur jetzt euch gar nicht sagen, ist es Boho-Blau oder ist es das nicht Abendblau, wie heißt das neue? Gestern habe ich es noch benutzt. Azur-Blau. Ja, auch cool. Richtig toll, gefällt mir gut. So, und zum Schluss habe ich hier noch aus dem zuckersüßen Zoo. Das ist ja auch ein Zungenbrecher. Zum Geburtstag viel Glück, coole Schrift und schön klein, dass man das wirklich in jede Ecke bekommt. Und deswegen, ich habe mich hier schon draufgezogen. Kommt das jetzt hier hin? Und das war's auch schon. Relativ schnelle Karte, finde ich, und mit tollem Effekt. Auf jeden Fall mit tollem Effekt. Vielleicht können wir dann auf Instagram oder auf dem Blog schauen. Ich bin auch bei Facebook, ob noch was kommt in diese Richtung. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt und ob ihr sowas auch schon gemacht habt. Und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder und ich freue mich. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.